So, wir gehen nochmal rein, Freunde. Denn ich wäre schon gerne noch Platin irgendwann. Legendary. Mal gucken, ob wir es mit diesem Deck schaffen. Das Deck ist zwar stark, aber es gibt so viele Top-Tier-Decks gerade. Blue Eyes, Red Eyes, Six Samurai immer noch super stark. Dann natürlich Ancient Gears, ne? Sub-Terror, Ultra-Strong. So, und auch hier wieder eine schlechte Hand. Wir haben fucking Elemental Neos auf der Hand. Warum habe ich denn jedes Mal auf der Hand? Ba-ba-da. Ich will mich nicht beschweren, jetzt haben wir wenigstens Saborg. Den wir, by the way, ne, nur als Beispiel, wenn wir jetzt in der ersten Runde kassieren, dann können wir den Parierritter straight summonen und Saborg in der nächsten Runde Tribut summonen. So, der holt auf jeden Fall mal seinen Lindwurm. Okay, warum spielt man Lindwurm? Ich habe keine Ahnung. So, ich hau den Frosch raus. Ich hau den Frosch raus. Wir machen ganz normal die Plays. Baumfrosch auf dem Friedhof. Baumfrosch ist ein sehr guter Lebensretter. Und knallen Neos Fusion mit dem Schinkenretter. Weißt du, das ist alles, was ich mir wünsche. Einen Baum, hier so einen Frosch, ne? So einen Typen Austauschfrosch und eine Neos Fusion. Wenn ich diese zwei Karten immer auf meiner Hand haben könnte, das wäre so insanely gut. Aber leider ziehe ich die nicht immer. So, wir holen direkt die zweite Neos Fusion und attacken mit dem Froggy. Immerhin 1000 Damage. Und ich glaube, das gewinnt er nicht mehr. Wir haben sehr gute Karten auf der Hand. Ich habe einen Schinkenretter, ich habe eine Fusion auf dem Friedhof, ich habe eine Fusion auf der Hand. Ich habe einen Parierritter, mit dem ich zurückkommen kann. Ich habe einen Saborg. Ich glaube nicht, dass er das gewinnt. So, guck mal. Der Baumfrosch kehrt zurück. Und jetzt können wir sogar den Monarchen... jetzt können wir sogar das hier machen. Seine Backrow cleanen. Natürlich möchte ich Verteidigung. Na, zack. Falls er irgendwas hat. Straight Flush. Okay. Interessant. So, dann spielen wir das noch. Ja. Und das war's. Und Ska! Zwei Fusions auf dem Friedhof. Ein Schinkenritter und ein Parierritter. Da gab es kein Durchkommen mehr. Dann hatten wir den Frosch auf dem Friedhof und einen Saborg in der Hand. Das ist einfach so viel Kanonenpulver. Aber wie gesagt, nicht jede Runde läuft so leider. Das Deck ist relativ konstant. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das die finale Form ist. Weil wie gesagt, andere Leute spielen einen Neos Knight weniger und ich kann verstehen warum, und sie spielen einen Jinzo mehr, beziehungsweise einen Saborg mehr und einen Schinkenretter weniger. Arno, es wäre halt einfach offensiver, das Deck, ne? Aber ich finde halt Schinkenretter schon sehr, sehr gut. Aber eigentlich brauchen wir ihn nicht, ne? Eigentlich brauchen wir nur den Frosch, weil der Frosch tut schon jede Runde einen Angriff abwehren. I don't know. Ich werde jetzt noch ein paar Tests machen, ne, bis ich Legendary bin, und dann gehen wir ins World Championship Turnier. Alter, what the fuck? Ey, weißt du was, Junge? Ich spiele ein Tribute-Deck. Dankeschön für den Parasit. Ich opfer gerne 1000 Lifepoints. Weißt du warum? Weil ich jetzt direkt ein Opfer habe. Und ich muss nicht mal Kugelkuribo legen. Das war sehr nett von dir. Denn jetzt ist das Ding hier tot. Und jetzt gibt's auf die Fresse.
So, ist das eigentlich... Das ist ein Donnermonster, kein Krieger. Okay. Ah! So, ich habe einen Kugel-Kuribo. Und ein... Parierritter. Leider zählt er nur, wenn ich durch Kampf Schaden fresse und nicht durch Effekte. Aber gut. So, jetzt haben wir zwei Kugel-Kuribos. Das Problem ist, bei Stall-Decks juckt Kugel-Kuribo niemanden. Das heißt, Kugel-Kuribos sind komplett wasted an der Stelle. Er hat Kanadier, okay. Alright. Das heißt, er hat Angst vor Saborg. Das heißt, er wird ihn jetzt angreifen, um ihn zu töten. Wenn ich nur so einen kleinen Frosch kriegen würde, ne? Einen Frosch, dann könnte ich Saborg auf die Hand nehmen und so weiter. So, nope. Sehr schön. Jetzt sind die Kugel-Kuribos trotzdem useful, weil jetzt fresse ich nicht mal Schaden, wenn ich das Ding kaputte. Ne, wenn ich das Ding KO'e. So, jetzt haben wir sogar noch Neos Fusion. Ich decke mal den hier auf. Er hat safe noch eine Kanadier oder so. Er hat sowas von safe noch eine Kanadier. Aber das ist okay. Wir schmeißen Schinkenretter auf den Friedhof und den hier, damit wir ihn ja nicht ziehen. Und jetzt, Bruder. Now we go in. Now we go in this beer. Ändere die Kampfposition aller Monster, die dein Gegner kontrolliert. Okay. Alright. Hätten wir einen Jinzo gehabt, Junge. Holy shit. Hätten wir einen verdammten Jinzo gehabt. Aber gut. Die Frage ist jetzt, greift er mit Amazone den Neos an? Oder greift er den Saborg an? Wenn er Saborg angreift, habe ich Schinkenritter. Und einen Kugel-Kuribo. Und ich habe einen Parierritter. Also relativ viel... Pulver wieder. Oh, Lava Golem! Okay. Alright, man. So, wir verwenden Kugel-Kuribo, um ihn in die Death zu lenken. Ich habe absolut keine Lust, nur den Angriff abzuwehren, sondern ich will keine Life Points Damage fressen. So, oh, Kugel-Kuribo. Digga, warum ziehe ich so viele Kugel-Kuribos? Kann ich nicht einfach einen fucking Möbius ziehen? Das wäre jetzt so perfekt. Das wäre so fucking perfekt. Aber gut, ich opfere das Ding. Denn der Parierritter reicht völlig aus für das, was wir vorhaben mit dieser Amazone da drüben. Außer er hat nochmal eine fucking Kanadier. Er hat keine Karten auf der Hand, ne? Absolut keine Karte auf der Hand. So, er wird eine Kanadier haben noch. Und mich in der nächsten Runde dann mit der Amazone angreifen. Ja, da ist die Kanadier. Verhindere ich diesen Angriff? Er hat... Ja, ich habe noch einen Kugel... Warum... Wenn ich einen fucking Kugel-Kuribo ziehe, ne? Warum soll ich dann nicht genau das tun, Alter? Kugel-Kuribo hat verhindert, dass ich was Cooles ziehe. Jetzt muss er eben... den Kopf dafür hinhalten. So. Austauschfrosch. Jetzt kriegen wir endlich den Baumfrosch auf dem Friedhof. So. I will annihilate you, bitch. Kanadier und die Amazone sind down. Er hat keinen Kanadier mehr. Ich habe keinen Delay gespürt. Oh, aber das Ding hat er. Das kann Life Points direkt angreifen, ne? Ist das... War das... Was? Was? Bruh. Bruh. No. We ain't doing that shit around here.
Natürlich will ich den Baumfrosch aktivieren, Freund. Natürlich. Das ist krass, ne? Dass der einfach irgendwas kaputt machen kann. Und dann noch Life Points direkt angreifen. Das ist schon heftig. Die Karte ist schon crazy. So, wir haben den Baumfrosch. Er hat safe eine Kanadier hier unten. Dum, dum. Will ich jetzt den Neos beschwören, Alter? Will ich das wirklich tun? Okay, die Sache ist die. Will ich Econ Take und dann Tribut beschwören? Und ihn angreifen? Obwohl ich weiß, dass er noch eine Kanadier hat? Oder... Ich meine, okay, Baumfrosch würde in der nächsten Runde sowieso wiederkommen. Oder behalte ich Feindkontrolle? Fuck it. We go! All in, boy! Bis zum Anschlag! Zack! Greife ich an? Ich brauche den Neos gar nicht. Er ist so low. Er ist so verdammt low. Und er muss eine Fallenkarte usen. Wenn er jetzt eine Kanadier... Fluch des Anubis. Oh, damn, boy. Okay, er kriegt sie nochmal. Er kriegt sie nochmal. Schade. Damn it. Wenigstens kann er keine Life Points mehr angreifen. Kriege ich bitte einen Saarburg? Oh, Junge. Natürlich will ich Baumfrosch aktivieren. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich muss einen Saarburg mehr ins Deck tun. Wir kriegen den so selten. Auch den Möbius. Möbius und Saarburg sind so Karten, die kriegen wir nie. Neos haben wir, by the way, schon wieder auf der Hand. Ich will's nur mal erwähnt haben. Wir kriegen so oft fucking Neos auf die Hand. Es ist so insane, wie oft wir diesen Neos auf der Hand haben. Seit Anfang des Matches. Jedes Mal auf der Starthand. Warum? Ist es irgendwie ein geheimer fucking... Irgendwas, eine Software, irgendein Trigger im Spiel, der sagt, ey, aber ein Neos muss man safe auf der Hand haben, weil sonst hat man ja kein starkes Monster oder so. Keine Ahnung. Ist es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit für ein höheres Monster oder... I don't know, man. So, ich könnte jetzt Econ Take und ihn angreifen mit seinem eigenen Monster, aber dann verliere ich mein eigenes Monster und ich habe keine Death mehr für die nächste Runde. Deswegen lege ich diese Karte und warte. Ey, ich habe noch 6 Karten und 3 davon sind Monarchen. Und die anderen 3 sind Neos Fusions, by the way. Ich habe keine einzige Neos Fusion und keinen Monarch gezogen, das ganze Spiel über. Und das Deck basiert auf diesen. Das ist so crazy. Jinzo ist auch noch irgendwo da drin. Ich glaube, ich habe einen Saarborg bekommen, ne? Einen Saarborg hatte ich. Ja, töte den Baumfrosch, komm. Die Sache ist die, wenn ich jetzt nicht Econe, dann kommt mein Frosch in der nächsten Runde nicht wieder. Dann habe ich kein Tribute. Das heißt, wir müssen sowieso... Nein, ich will, dass er im Angriffsmodus bleibt. Ich will ihn nicht in die Verteidigung rücken. Ich will, dass er im Angriffsmodus bleibt, der Typ. Ich will, dass er im Angriffsmodus bleibt. Dann vernichte ich ihn mit dem fucking Monarchen. Das Problem ist, er hat halt safe noch 50 Kanadiers da hinten. Ich bin zu langsam. Ich müsste ballern. Ballern, 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 Junge! Ja, jetzt aktivier halt. Mach, was du willst. Aktiviere deine Drecksfallenkarten. Oder halt nicht. Parierritter. Okay, gib mir eine Sekunde. Was habe ich auf meinem fucking Friedhof? Wie kann das sein, dass ich keine Neos Fusion gezogen habe?
Oder hab ich, ne? Ich hab ne Neos Fusion gezogen, aber er hat sie geopfert für seinen dreckigen Lava-Golem, ne? Ja, ich hatte den Scheiß alles. Okay, dann haben wir noch zwei Zarboks, einen Jinzo und einen Möbius. Pff. Das sind die Karten. Und eine Neos Fusion. Alright. Bruder! Wir gehen! All in! Er wird mich ausdecken lassen. Er wird mich ausdecken lassen. Er hat noch 50 Kanadiers da hinten. Aber gut, komm. Wir gehen rein. Er verliert, wenn er jetzt nichts macht. Was hat der für einen Effekt? Ah, wow. Okay, Dimensionsgefängnis OP. Krass, das ist so ziemlich die einzige Fallenkarte, die ihm hätte jetzt den Arsch retten können. Er hat aber kein Monster. Er hat kein Monster. Er kann nur 1200 Schaden machen. Hat er eine Amazone auf der Hand? Oh, GG. G fucking G. Gut gespielt, gut gespielt. Obwohl es sehr, sehr stallig war natürlich. Aber, yo, die Dimensions-Dingens, die war klatsch. Die hat ihm den Arsch gerettet. Warum hat er nicht schon längst meinen Baumfrosch aus dem Spiel entfernt? Baumfrosch ist echt eine starke Karte. Das muss man einfach sagen. Das Ding ist echt, es kommt hier, die hält dich am Leben. Irgendwie. Aber gut, ja, der Lava-Golem, ich hätte definitiv an den Lava-Golem denken müssen. Hätte ich nämlich den Lava-Golem nicht, dann hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Aber ja, das mit dem Lava-Golem war mal wieder richtig dumm von mir. Aber gut, der nächste Gegner ist dann wohl Trudge. If you have the guts to face me. You, it's my duel, my turn. Alright, wir haben einen Baumfrosch, den wir jetzt auch legen werden. Wir haben einen Neos Fusion und holen den hier raus, ballern das Ding weg und holen den. So, wir fangen by the way wieder an, ne? Und wir haben das erste Mal keinen fucking Neos auf der Hand. So. Decider, spielt der Mask Change? Nee, den will ich ehrlich gesagt auf dem Friedhof haben. Das ist völlig in Ordnung, denn das macht gar nichts. So. Natürlich will ich den Baumfrosch aktivieren, wie in jeder Runde, mein Freund. Baumfrosch, komm zurück. Du bist jederzeit willkommen, du kleines Fröschchen. Der Baumfrosch, Alter. So, dann tributen wir den. Es hat keine Benefits zu warten. Denn jetzt können wir mit Beatdown even more Damage machen. So, warte, was? Monster der Stufe 6 oder höher können den... Junge. Well, okay. Wenigstens kann er nichts machen. Sobald der Mask changed, naja, dann kann er mich angreifen. Aber ich habe noch einen Kugelkuribo und einen Schinkenretter. Mach du deinen Mask change, Junge. Kein Problem. Kein Problem, my dude. Möbius, beziehungsweise, nee, Zarborg ist ein Level 5 Monster. Das heißt, mit Zarborg können wir ihn... So. Zwei Kugelkuribos auf der Hand. Eine Neos Fusion im Friedhof. Ein Schinkenritter auf dem Friedhof. Sieht gut aus. So.
So, jetzt kriegen wir sogar noch eine zweite Neos Fusion auf die Hand, dünnen unser Deck aus, können in der nächsten Runde potenziell einen weiteren Neos holen. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Wir sind stabil. Wir sind stabil in dem Match. Ja, zwei Backrows. Ich hätte so gerne einen Möbius. Einfach um beide Mask Changes zu killen. Kommt da noch was? Der Austauschfrosch, okay. Will ich die zweite Neon Fusion auch noch rausballern? Nee, die behalte ich. Die behalte ich im Hintergrund, falls wir sie nochmal brauchen. Ich hätte definitiv beatdownen sollen. Der Anfang von Himmel und Erde. Schwarz glänzender Soldat. Ich hätte definitiv beatdownen sollen, ich Trottel. Ich verdammter Trottel, Alter. Wenn er jetzt ein 3000er Monster summont. Okay. Glück gehabt. So, wir dünnen unser Deck weiter aus, damit wir nur noch gute Karten ziehen. Und da ist er. Da ist der Junge. Da ist das 3K-Monster. Okay. Ist egal. Wir sind mehr als gut bedient. Okay, wir können nur das Ding da angreifen. Das passt. Das passt, das passt, das passt. Ey, guck mal, wir haben zwei Neos Fusion, zwei Tauschkröten und zwei Kugelkuribus. Tiefes Grab. Oh, er will sein... nochmal so ein 3000er Monster holen, ne? Damn, okay. Nee, er will mein Monster holen. Was für ein Monster will er holen? Was für ein Monster will er holen? Eine Neos? Ja, er holt eine Neos, weil jetzt habe ich gleich viel Angriff. Aber er tributet es. Direkt. Hä? Das macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Wenn du jetzt die Cider noch... Dann habe ich nämlich wieder mehr Angriff als du. Okay, er hat das gerade noch mal gecheckt. So. Ey, wir haben zwei Kugelkuribus auf der Hand, Digga. Wir haben zwei Kugelkuribus. Was denkst du, wofür die sind? Was zum Teufel denkst du, wofür die sind? So, und auf den Nacken klatsche ich dir jetzt gleich einen massiven Angriff, Digga. Ja, kannst du machen. Kannst du machen, kommt sowieso wieder in der nächsten Runde. Oh, Mask Change. Ich hätte den Schinkenritter. Okay. Hell nah. Wobei, ich hätte vielleicht die Neos-Karte verwenden sollen, ne? So, Baumfrosch wird wieder aktiviert in der Verteidigungsposition. Und schau mal, was wir gezogen haben, mein Freund. Will ich den Parierritter wegballern und eine Fusion rausholen? Ich glaube, das ist der Play. Ich glaube, das ist definitiv der Play. Der Parierritter bringt uns an der Stelle nicht viel, to be honest. So, aber ich opfer den. So, na, sieh mal eine an. Jetzt killen wir instant den da. Ballern Neos Fusion. Ballern! Oh shit, wir haben keine mehr. Hä? Warum habe ich keine Neos Fusion? Oh shit.
Aber das ist okay, weil ich kann zweimal angreifen. Ich kann zweimal angreifen. Ey, das war der beste Play. Das war der fucking beste Play. Ey, ich hätte den normalen Neos geholt, ne? Ich hätte den fucking normalen Neos geholt. Yo, das war tatsächlich legit der bessere Play. Das war legit der bessere Play. Okay, yo. Fucking okay, yo. Holy shit. Wow, okay. Es lohnt sich also tatsächlich doch ab und zu mal den anderen Neos zu holen. Freunde, das war's für den heutigen Part. Der heutige Part war super lang. Ich glaube, ich werde den so ein bisschen zusammencutten und die besten Kämpfe rausnehmen. Falls man hier von besten Kämpfen sprechen kann. Beim nächsten Mal kommen wir dem Legendary Rank hoffentlich immer näher. Und vielleicht werden wir ihn erreichen. Who knows? Wir in der nächsten Folge.